Wir von Yakult möchten Ihnen eine ganz besondere Geschichte erzählen. Sie beginnt im frühen 20. Jahrhundert, 1921 um genau zu sein. In diesem Jahr begann ein ambitionierter junger Mann an der Universität von Kyoto Medizin zu studieren. Sein Name war Minoru Shirota. Nach dem Studium forschte er an der Universität, angeregt vor allem durch die Arbeit des Nobelpreisträgers Ilya Mechnikov. Schon als junger Wissenschaftler untersuchte Dr. Shirota, welche Rolle Bakterien in unserem Körper spielen. Nach Jahren intensiver Forschung gelang es Dr. Shirota schließlich, einen einzigartigen Bakterienstamm zu kultivieren, der stark genug war, um den Darm lebend zu erreichen. Dieser Stamm wurde später nach ihm benannt. Sein wissenschaftlicher Name lautet Lactobacillus casei Shirota. Damit seine einzigartigen Bakterien auf einfache Weise in den Darm gelangen, entwickelte Dr. Shirota ein fermentiertes Milchgetränk. Das war im Jahr 1935. Er nannte das Getränk Yakult und träumte davon, es auf der ganzen Welt zu verbreiten. Dr. Shirota sandte Yakult-Ladies aus, um den Japanern Yakult persönlich zu bringen, was sie auch heute noch tun. Damals wurde Yakult schnell populär, sodass 1955 in Tokio das Unternehmen Yakult Honsha gegründet wurde. Dr. Shirota arbeitete weiterhin als Wissenschaftler und gründete ein Forschungslabor, das heutige Yakult-Institut für mikrobiologische Forschung, eines der weltweit bekanntesten Forschungsinstitute. So kann Yakult auf viele Jahrzehnte wissenschaftlicher Arbeit zurückblicken. Heute gibt es Yakult in über 30 Ländern der Welt.